gucken. 97, 97, ja. Gut. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich laufe in die falsche Richtung übrigens. Ja, 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 ja. Ich werde erstmal zu Hause anfangen, ein paar Spikes ums Haus zu setzen. Ich glaube, das macht erstmal am meisten Sinn. Und dann könnten wir eigentlich nach der Nachthorde, könnten wir nochmal schauen, dass wir mit dem Eisen, was wir haben, nochmal zum Händler gehen, dort nochmal einschmelzen. Dass wir ein bisschen Eisen rauskriegen, dass wir noch ein paar Eisenwerkzeuge craften. Und ja, dann das Übliche wie sonst auch. Halt looten, gucken, leveln. Wäre nämlich vielleicht auch gar nicht so uninteressant für die Eisenspitzen. Wollen wir noch ein paar Goldrot? Ach komm, scheiß auf Goldrot. Erstmal nach Hause, erstmal ausmüllen. Erstmal den Plan festhalten. Erstmal ausmüllen, wir können immer noch looten gehen. Goldrutentee und Chrysanthemen sind jetzt nicht so selten, dass wir jetzt unbedingt nochmal jetzt welche mitnehmen müssen. Federn ist noch was anderes, das ist ja immerhin für Waffen, aber beziehungsweise für die Munition der Waffen. Aber alles andere, komm, passt schon. Ich bin froh, wenn der Herbst vorbei ist. Meine Nachbarn stehen den ganzen Tag mit laufendem Motor unterm Baum und warten, dass ein Blatt fällt. Das ist aber auch echt fies, ne? Bei uns in der Firma ist es ja auch so. Wir haben da ja eine Firma, die für uns eben das Laub entsorgt, beziehungsweise zusammenpustet, und die sind auch jeden Tag im Gang. Und das Fiese ist ja, den einen Tag war es relativ, ich will nicht sagen stürmisch, aber doch relativ windig. Und die hatten allerdings von der Stadt bei uns alles schön zusammengefegt, alles schön zusammengepustet. Und dann kam ein Windstoß, alles weg. Beziehungsweise alles wieder verteilt. Und die am Fluchen, die Männer. Ich meine, das ist auch sowas von deprimierend nachher. Das tut mir auch echt weh, aber was willst du machen? Kommt da noch einer von rechts? Oder habe ich das verkehrt? Nee, habe ich verkehrt. Der Rotz hinter sich. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, was bin ich entkambert. Das muss ich auch nochmal mit als nächstes freischalten. Also wenn ich mal wieder ein paar Punkte mehr kriege, dass wir den Rucksack mal nach und nach wo freischalten, weil das geht ja gar nicht los. Da kannst du ja nicht mal vernünftig auf Loot-Tour gehen. Das ist ja Elend sowas. Aber es gibt eben Sachen, die sind wichtig. Erstmal so ein bisschen mehr Schaden machen. Ein Stein habe ich. Ja, komm. Ein Stein weniger passt schon. Die sollte ich zerkloppen, ja? Sehe ich das richtig? Sind gleich da. Ich sehe schon die Brücke. Sehr gut. Dann haben wir es gleich geschafft. Oh. Das Blöde ist nur, ich habe keine Stamina, um wahrscheinlich dahin hochzuspringen. Und sind schon wahrscheinlich schon wieder 30 Milliarden Zombies gespawnt. Außerdem ist das Scheißwetter hier. Obwohl das ganz cool gemacht ist mit den Wolken. Das sieht wesentlich natürlicher aus als früher. Also da haben sie schon optisch schon wirklich was richtig Gutes gemacht. Aber mir war das auch nicht so bewusst. Ich meine, irgendjemand hatte mal geschrieben, dass die für die Entwicklung der Alpha 17 haben sie anderthalb Jahre gebraucht. Das war mir erst gar nicht so bewusst. Da dachte ich mir, ja, komm, anderthalb Jahre, das kann gar nicht sein. Aber anscheinend sind es tatsächlich anderthalb Jahre. Guck mal hier, wie sie hier in Gange waren, die Schweine. Meine schöne Brücke. Boah, erstmal ein bisschen. So, erstmal nach oben. Na.
schlepp dich hoch, du. Oh, ein Glück bin ich zu Hause. Boah. So, erstmal alles weg. Erstmal alles weg. Obwohl die Gläser, die können wir eigentlich gleich mal füllen, weil wir haben nämlich einen Kochtopf. Wir haben einen Kochtopf und das ist gut. Das packen wir erstmal da rein. Das packen wir rein. Das packen wir rein. Die Dosen könnten wir eigentlich auch gleich füllen. Das können wir hier gleich abkochen. Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Brustpanzer können wir gleich mal anlegen eigentlich. Knochen kommen weg. Holz brauchen wir gleich noch. Jetons, das, das. Die könnten wir eigentlich füllen. Papier kommt weg. Da machen wir gleich unsere Pfeile draus. So, da sind wir auch nicht mehr encumbert. So schön ist das. Jagdgewehr lassen wir auch erstmal noch. Und die ziehen wir mal an. Oh, ist das hell. Ich kann wieder laufen. So, zack. Ich finde das aber geil mit dem System. Ich habe das ja schon immer, finde das ja schon immer geil. Der Gedanke, dass man das Inventar halt aufrüsten kann. Ich finde nur, die hätten es ein bisschen eleganter machen können. Die hätten sagen können, so pass auf, wir machen nicht das hier, sondern wir sagen, wir lassen das Inventar so, wie es ist und machen das auch mit Mods. Dass man vielleicht hier zum Beispiel noch so eine Tasche hat oder hier noch so eine Tasche, dass das Inventar so nach hier ausgebaut, so nach hier ausgebaut werden kann zum Beispiel. Und das wäre was Feines gewesen. So hätte ich das zumindest gemacht. Das hätte auch in dieses Mod-Konzept ein bisschen gepasst. So, haben wir noch irgendwelche Gläser? Da hatten wir nur trübes Wasser, die hatten wir einfach nur aufgefüllt. Die Dosen nehmen wir noch mit, die können wir auch noch mal auffüllen, für was zu trinken. Was zu essen haben wir natürlich auch noch da, das ist nicht allzu viel, aber es passt schon. Oxid, das können wir auch mal wegschmeißen, das brauchen wir nicht. Chrysanthemen, sehr schön, da können wir nämlich auch gleich ein bisschen Tee draus machen. Cotton, das können wir auch mal gleich an Mann nehmen, denn daraus machen wir gleich mal Stoff. So, dann holen wir uns erstmal ein bisschen Wasser. So. Tschup, tschup. Ach, Bonnie, du schon wieder mit 500 Bits. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Bonnie. Vielen Dank für deine Unterstützung. Freut mich sehr. Du hast doch schon ein Abo doch schon fallen lassen für den Frank. Und dann jetzt noch Bits. Unglaublich. Die Bonnie, du. So. Das haben wir auch. Ich würde noch ganz gern die Axt reparieren, aber es wird, glaube ich, nichts. Gut, gucken wir erstmal ab. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen was zu süffeln. Flasche Wasser. Boop. Konserve. Boop. 15 Minuten. Da sind jeweils knapp 3 Minuten. Kann man machen. Und dann kochen wir noch ein bisschen. Was haben wir noch? Da haben wir noch ein bisschen was. Chrysanthemen können wir noch mitnehmen. Fleisch, Eier, da können wir auch gleich noch, aber da brauchen wir einen Grill für, das wird also wahrscheinlich nichts. Ja, wir haben aber auch noch ein bisschen was zu futtern, also vielleicht sollten wir uns das mal ein bisschen aufsparen. Ja, sollte man vielleicht tun. So, dann haben wir das. Wo habe ich denn jetzt, wo habe ich denn jetzt die Flaschen hier? Hatte ich nicht gerade eben noch Moldy Water mit? Hä? Bin ich bescheuert? Anscheinend aber. Oder erzählt die Dame zu? Ne, das kann ja nicht sein. Das sind 6, das sind 11. Nee, nee. Ach, da ist Moldy. Ach, Schwachsinn. So. Für deine Mühe mit den Patch Notes, danke dafür. Ach du. Das mache ich ja gerne. Ich habe da so ein. Ich muss immer irgendwie was erklären. Ich muss immer irgendwie sowas machen. Deswegen mache ich am Wochenende jetzt auch noch ein Tutorial-Video, ein neues zu 7 Days to Die. Na, also Mühe. Es war vielleicht ein bisschen stressig, weil das alles ein bisschen kurzfristig war, aber ansonsten mache ich das ja gerne. Aber trotzdem, gerne geschehen und danke für die Bits. Das klang fast so, als wenn er sich beschweren würde. Nein, würde ich niemals tun. Das würde ich niemals tun. Ich sag ja, wenn Bonnie schon ein Abo schon gespendet hat und dann nochmal Bits, das ist schon. Oh.
Unser Erklärbär, ja. Ich will das eigentlich auch nicht immer. Weil Erklärbär, das ist... Naja, klingt immer so ein bisschen. Gut, wir haben noch ein bisschen roten Tee. Den können wir uns eigentlich mal gönnen. So, erstmal Tee können wir uns mal ein bisschen mitmachen. Goldroten Tee. Haben wir natürlich keinen Goldroten Tee da. Aber können wir uns noch holen. Wir müssen sowieso jetzt erstmal sehen, dass wir ein bisschen Material rankriegen. Haben wir noch Steine? Steine haben wir nämlich auch nicht mehr. Nein, keine Steine. Federn nehmen wir auch nochmal wieder mit. Da könnten wir nämlich auch mal wieder ein paar Pfeile machen. Das können wir zerlegen. Das brauchen wir nicht mehr. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Holz nehmen wir nochmal mit. Pflanzenfasern brauchen wir eigentlich auch jetzt momentan nicht. So. Ach, guck mal, hier können wir uns gleich wieder ein paar Verbände machen. Gut, dann holen wir uns noch mal ein bisschen Material. Ich brauche auf jeden Fall noch massig Steine und auf jeden Fall noch Holz. Kann ich eigentlich dich gleich mal reparieren? So. Und Eisen schmelzen wir dann tatsächlich nach der Horde ein, weil vor der Horde wird das auch nichts mehr. Sonst laufen wir jetzt noch 30 Milliarden Mal hin und her und dann bringt das auch nichts. Ach ja. Nein! Nein! So. Ich brauche Holz. Ich mag Erklärbären, man selber eine. Ja, das ist nur meistens bei mir auch immer so ungefragt, weil ich erkläre den Leuten immer irgendwas, obwohl sie es vielleicht gar nicht erklärt haben wollen. Das ist immer so ein bisschen. Also es ist irgendwie so. Keine Ahnung, ich... Keine Ahnung. Out of Stamina, ja, das ist... Das nervt so ein bisschen. Jetzt haben wir auch keine Chance mehr, hier noch ein bisschen Stamina zu ziehen. Aber ich finde es ganz gut, dass momentan ist es relativ ruhig hier. Momentan. Das heißt also, in nächster... eigentlich in unmittelbarer Zukunft wird das nicht mehr so aussehen. Da kommt garantiert, kommt hier noch irgendwie eine Horde oder sonst irgend so ein Schweinkram. Da müssen die mit zurechtkommen, das Leben ist hart, ja. Ja, das sowieso kann man sich ja nicht ändern. Jeder hat so seine Ecken und Kanten, das ist eben so, ne? Ist aber auch immer Arbeit hier. Haben ganz schön lange gebraucht, ne? 19 Uhr ist es gerade. Dabei sind wir morgens um 4 eigentlich gleich los. Also, naja. Habe ich nicht gesagt, dass es hier lange Zeit ruhig gewesen ist? Habe ich es nicht gesagt. Das heißt, jetzt spawnen sie wieder. Wenn erstmal ein Zombie da ist, dann kommen auch alle anderen. Das dauert meistens nicht lang. Aber da werde ich mich jetzt erstmal nicht drum kümmern. Vielleicht noch ein bisschen Mais holen. Ja. Ein bisschen Mais holen, noch ein bisschen Stein, noch ein bisschen... Auf jeden Fall Holz brauche ich. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwie ein Knurren oder ein Bellen gehört. Was? Oh, Wip, da werde ich rot. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Deswegen habe ich dir Wip gegeben. Ich meine, wer hier auf Platz 1 ist bei den Bits und selber Abonnent ist und selber Abonnenten macht bzw. verschenkt. Also wenn das kein VIP ist, dann weiß ich auch nicht. Klonk. Ah, so.
Du. Aufregende Steine klopfen. Und dann mache ich gleich noch einen Baum platt. Und die Zeit noch ein bisschen nutzen. Bis Feierabend. Also bis zur Nacht hier. Kommt der jetzt eigentlich hier rüber oder... Ach, lass ihn laufen. Dann ziehen wir es ein bisschen von zu Hause weg. Ist ja auch in Ordnung. Das ist nämlich immer so am Anfang von 7 Days. Und dann bist du mir ewig bei, stehst du ewig an so einem Stück Stein. Und nachher so im Endgame, weißt du, wenn du komplett aufgelevelt bist und total die Skills hast, dann tock, 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 fertig, tock, 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 fertig, nächster Stein. Es hat immer Vor- und Nachteile. So, ich gehe mal zu dem Baum. Ein paar Steine noch mitnehmen. Wie viele Steine habe ich jetzt? 133? Oh, guck mal, da können wir schon mal wieder ein paar Pfeile von machen. Da können wir schon wieder ein paar Pfeile von machen. Modify, was können wir da denn machen? Modify, ja, keine Ahnung. Da können wir Dinge mit tun. Ach, ich wollte reparieren. Macht ja Sinn. Modify, reparieren. Da bin ich echt mal gespannt, was wir da nachher modden können. Aber ich glaube auch, viele Mods sind auch noch gar nicht im Spiel mit drin. Das hatten sie auch geschrieben, dass es bei den kommenden Updates nachher die Mods hinterherkommen. Ich weiß noch nicht, ob die... das bei den zeitnahen Updates ist oder nachher vielleicht erst sogar mit der Alpha 18. Aber ich glaube, das werden sie schon im Laufe der nächsten Updates schon raushauen. Wäre sonst blöde, du führst dann ein neues Mod-System ein mit der Alpha 17 und die eigentlichen Mods kommen erst in der Alpha 18. Das macht natürlich dann auch herzlich wenig Sinn. So. Ach ja. So, gleich 9. Da sind wir schon mal ganz gut davor. Wo haben wir denn noch unsere Bandagen? Was ich auch ganz cool finde eigentlich, wenn man am Futtern ist, am Trinken ist oder eben halt diese Bandagen setzt, ist dann, dass sich die Balken nur langsam füllen. Also nicht einmal abrupt so zack, sondern so langsam aber stetig. Das finde ich auch nicht schlecht. Da muss man nämlich erstmal so gucken, Mensch, wie weit komme ich überhaupt mit den Balken? Das lässt sich nachher auch bepirken. Dass du halt schneller heilst und schneller den Balken füllst und wie auch immer. Das ist... könnte passen. Wer weiß das schon? So. Der war jetzt auch weg. Stein noch holen. 21,15. Irgendwas anderes knill ich jetzt? Schon wieder weggespawnt oder hat er sich verpieselt? Er wartet wahrscheinlich in irgendeiner ekligen Ecke. Sicherlich dahinter Mülleimer oder so. Das ist garantiert so eine Sau. So, Tag 5. Dann ist der Tag auch durch. Dann hätten wir Tag 6. Tag 6 sollten wir auf jeden Fall nutzen, um so ein bisschen die Basis aufzuwerten. Oder abzusichern. Also, ausbauen will ich eigentlich nicht da hinten. Das finde ich ein bisschen affig. Er wollte Punkte verschenken. Das gibt da einen anderen Befehl für. Frag mich jetzt nicht welchen. Ich guck gleich in der Nacht nochmal, was für Befehle das sind. Out of Stamina, ja, natürlich. Ach, kaputt. Da gucke ich nochmal nach. Ja, es geht hier, wird hier schon gehen. Aber ich muss erstmal gucken, wie der richtige Befehl ist. Oh.
Ja, da hätte man vielleicht gucken sollen. Jetzt haben wir nämlich gleich wieder Geburtstag. Oh, lauf. Lauf. Oh, ein Glück. Ein Glück, diesmal hat's gepasst. Oh, so. So, wie schaut's hier aus? Gut, dann können sie hier auch weiter kochen. Habe ich nämlich auch wieder vergessen. So, dann packen wir das dann nämlich rein. Erstmal alles rein, was wir haben. So, das benutzen wir gleich noch. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Siehst du, da haben wir nämlich schon wieder ordentlich Metall, 100 Stück. Na, siehst du, da können wir schon mal vielleicht das eine oder andere Werkzeug mitmachen. Ich glaube, wir brauchten wir nicht 20... Nee, ist ja Blödsinn, nicht 20 Eisen. Wir brauchten jetzt 20 Eisen, also Forged Iron. Brauchten wir ja dafür. Chrysanthemen können wir erstmal auf Lager packen. So, da haben wir Steine, ein bisschen Holz haben wir für Federn, das ist gut. 15 Schuss haben wir, da müsste aber auch noch ein Schuss drin sein, also 16 Schuss für die Horde nachher. Holz brauchen wir auf jeden Fall noch für kommenden Tag. Ich weiß nämlich nicht, wie teuer die Spikes sind. Spikes. What? Spikes Trap. Haben die keine? Warte mal, Wooden. Wooden, Mal kurz gucken, was haben wir denn da noch im Angebot? Armbrust, da brauchen wir wieder diverse Sachen. Iron Spikes, Traps, Wood Spikes. Stacheldrahtzaun. Also gibt es ja tatsächlich nur noch die, ja? Ja, gut. 20 pro Stück. Das heißt, wir könnten mit dem, was wir jetzt haben, können wir 21 machen. Aber vielleicht erstmal 10. Vielleicht machen wir erstmal 10 Stück. Und den Rest machen wir erstmal Pfeile für. Jo, Steinpfeile. Bob 195 ist auch in Ordnung. Ist nur so ein bisschen. Multi. Ich würde gerne meinen Rang spenden, Nordisch. Welcher Befehl ist das? Das geht leider nicht. Nun gut, ich werde erstmal so ein bisschen vor mich hin craften hier in der Nacht. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal in den Chat und schaue mal ein, zwei Sachen nach. Und dann, ja, am nächsten Morgen Few geht es dann weiter. Und dann werden wir erstmal sehen, dass wir hier das Lager so ein bisschen mit Spikes bespicken. Dass wir vielleicht auch die Horde hier noch überleben. Das wäre natürlich sehr schön. Vielleicht gehen wir noch jagen, wenn die Zeit reicht. Oder ein bisschen Eisen farmen, damit wir dann nachher nach der Horde ein bisschen Eisen auch beim Händler brennen können. Es ist zwar immer ein weiter Weg bis zum Händler, aber da wir momentan keine Fortschau haben, haben wir auch keine andere Möglichkeit in Wahl. Also von daher ist es wurscht. Also ja, dann sehen wir uns um 4 Uhr an Tag 6 wieder. Bis dann. Gut, wir haben Tag 6. Wir haben es 4 Uhr, beziehungsweise ein Viertel nach 4. Wir müssen natürlich noch ein bisschen Material horten. Horten hört ein Hu. Oder so eine Art. Ja, erstmal ein bisschen heilen. Und ja, wie gesagt, wir müssen Holz holen, wir müssen Spikes Party noch gecraftet, ein paar Pfeile habe ich noch gemacht. Wir müssen uns dann auch nochmal überlegen, wie wir überhaupt verteidigen wollen. Eigentlich könnten wir hier... Eigentlich müssen wir hier längs sowieso nochmal ein paar Frames setzen. Einmal hier ringsrum Frames, weil sonst können wir sowieso nicht nach unten schießen, das bringt's alles nicht. Das sollten wir auf jeden Fall tun, glaube ich. Kostet nur noch mehr Holz. Eins, zwei. Außerdem wegen den Spiders. Da weiß ich nämlich auch nicht, wie die Spiders so drauf sind. Jo. Patz. Achso, das Ding wollen wir auch noch wegkloppen, ne? Das machen wir auch mal gau. Haben wir das schon mal aufgemacht, das Ding? Nee, noch nicht. Ah, siehst du, da ist noch was drin. Kloppen wir das Ding nämlich auch mal gau weg. Tag 6 hat begonnen, ja genau. Heißt also, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Bis zur D. Fine Stance. So, dann machen wir ein paar Spikes fertig. Die Spikes, die könnten wir... Aber wenn ich runterfalle, dann lande ich da, ne? Das ist schwierig. So, erstmal ein paar Spikes hier anpacken, weil die halten auch nicht wirklich viel aus, die Biester hier. Ach, warte mal. So. Na. Oh, guck mal, hier sind sogar die... Die Spitzen sogar drin. Guck mal, jetzt sind auch wieder ein paar von den Baggerluten. Siehst mal. Können Sie schön durch die Spikes durchlaufen, wenn Sie sich da schön wohlfühlen. Wunderbar. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Und da ist schon der erste Kunde. Na. Den können wir gleich mal ein bisschen nerven. Achso, alles gut. Na, komm mal ran. Ich will dich wegmachen. Na, schön den Arsch. Nein, die Hüfte. Und schön weggekniffelt. Fühlt sich wie ein Fischstäbchen, was? Bitte was? Dürfen wir in der Hordennacht auch wieder wetten? Wäre eine Idee. Dann machen wir das Voting aber kommende Nacht, damit wir das sauber haben vor der nächsten Horde. Über was wollt ihr denn wetten? Was darf es denn sein? Wie schnell ich sterbe? Ob ich sterbe? Das wäre natürlich eine 50-50-Chance. Oh, echt jetzt? Oh, jetzt hat er es. Da ist nichts drin. Sagt man hier so, wenn einem kalt ist. Ach so. Okay. Die Anzahl Tode. Ja, gut, können wir ja machen. Anzahl Tode. Obwohl, das ist die erste Horde. Dürft ihr natürlich nicht vergessen, ne? Also, das, also, ihr könnt ja noch mal, euch nochmal überlegen. Also, bis zum Tee hilft, ja, das können wir gleich machen. Das könnt ihr euch nochmal überlegen. Also, ich würde das Voting dann sonst machen in der Nacht vom sechsten Tag auf den siebten Tag. Baumwolle können wir hier auch mal einsammeln hier. Über was ihr wetten wollt. Das muss natürlich ein bisschen logisch sein. Astrax Bude wurde in der ersten Hordennacht zerlegt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es hier auch passiert. Weil ich habe ja auch an der Bude ja nichts gemacht. Und die haben ja vorne und hinten schon so ordentlich kaputt gemacht. Also das ist, sollte passieren. Muss mich heute teilen. Ja, dann schöne Grüße an Val. Ich werde erstmal hier mal wieder reparieren. Reparieren. Ich denke mal, ich werde auch noch die Hordennacht machen und dann danach geht das auch, glaube ich, so langsam mal in Feierabend. Kommt ja aus dem Bumm nicht hin, wir haben es 9. Mal schauen, mal gucken, wie es läuft. Vielleicht noch ein bisschen länger. Schauen wir mal.